Servus. Sind wir wieder in der Pfarrkirche, St. Martin. Ich bin gerade dabei, dass ich die Maria herrichte für den Maiantal, für den Marienaltar. Schließlich ist jetzt wieder Mai und die Maiandachten beginnen. Die Maiandachten, wie wir sie kennen, gibt es noch gar nicht so lange, erst seit 150 oder 200 Jahren. Aber die haben sich doch ziemlich verwurzelt im Jahreskreis. Für diesen Maiantal hole ich immer diese gotische Madonna, diese Mutter, für den Kindlein, hole ich immer von hinten, von der Nische, von den Kerzen hervor und dann werden wir es mit ein paar Kerzen schmücken, damit es ein schönes Gürtel ist zum Umschauen. Also jetzt haben wir diese Marienfigur hintergestellt zu den Kerzen. Das ist eine sogenannte Fatima-Darstellung. Das ist nach diesem portugiesischen Wallfahrtsort mit einer schönen Frau mit Krone und auf einer Wolke geschrieben. Diese Figur hat bei uns in der Pfarrei einen Spitznamen. Das ist nämlich die Schweinchen-Madonna. Aber das ist nicht die spätierlich gemeint, sondern irgendwann einmal ist ein Kind hingegangen und hat gesagt, Mensch, das da schaut aus, das ist rosa und so rund, schaut aus wie der Rüssel von so einem Schweinchen. Und seitdem ist ihr der Name geblieben. Das ist unser Schweinchen-Madonna. Wir haben in unserer Kirche 18 verschiedene Darstellungen in der Maria, verschiedene Situationen, verschiedene Bildnisse. Wir haben Maria mal ganz prominent, wir fahren am Hochaltar und mal eher so ein bisschen nebenbei. Die offensichtlichste, die größte Darstellung von der Maria ist natürlich die vom Hochaltar. Dieser Hochaltar stammt ursprünglich aus der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Der ist dann abgebaut worden und ein paar hundert Jahre in Schaching gelegen, bis er dann in unserer Kirche wieder seine neue Heimat gefunden hat. Aber das ist eine eigene Geschichte, verzeihe ich anders mal. Rechter Hand vom Altar ist ein ganzes Fenster dem Leben von der Maria gewidmet, von der Verkündigung bis zur Himmelskönigin. Ganz und gar nicht als Königin ist Maria bei der vorletzten Kreuzwegstation dargestellt. In diesem Gipsbild wird Maria, ihr totes Kind, der Jesus, in den Schoß gelegt. Es war wahrscheinlich einer der schlimmsten Momente im Leben von Maria. Wieder ganz anders ist diese Bronzeplastik, die in der Unterkirche hängt. Maria ist zwar ein bisschen kühl dargestellt, aber das Jesuskind, das erinnert mich an richtige Kinder. Wenn jemand kommt, den wo sie mögen, breiten sie die Arme aus und möchten zu dem hier. Eine schöne Darstellung, eine schöne Vorstellung von Gottessohn. Diese Maria ist aber auch eine Königin mit Zepter in der Hand und eine Schlange zu ihren Füßen. Auch die Figur ist ursprünglich von woanders her. Sie ist Kind im Altenheim am Marienthal in der Kapelle. Als diese aufgelöst worden ist, hat sie diesen Platz in der Unterkirche gekriegt. So viele verschiedene Darstellungen von der Maria bei uns in der Kirche. Aus Holz, aus Gips, aus Glas, aus Bronze, zwischen 50 und 550 Jahre alt. Eine Frau mit vielen Gesichtern, von den jungen Mädchen bis zur stolzen Mutter, zur trauernden Mutter, zur Mutter von den Aposteln von unserer ganzen Kirche. Übrigens, in der südlichen Erdkugel ist der Marienmonat nicht der Mai, sondern der November. Weil nämlich im November ist bei denen unten der Frühling. Und Frühling ist halt einmal die Jahreszeit, wo es wächst, wo es auf die Welt kommt und wo es von vorne anfängt. Gibt es eine bessere Jahreszeit für unsere Maria? Servus, bis demnächst wieder in der Kirche.